Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr schon seht, habe ich mir ein paar neue Motorräder bzw. Quads gekauft. Und wir fangen hier mal an bei der Nagasaki Strider. Richtig scheiße, einfach werdet ihr gleich sehen. Dann ist es Lost Motorrad und die Enduro. Wir starten mit dem mit der Nagasaki Strider, mit dem Quad, halb Motorrad, halb Quad, ne? Und grundsätzlich einfach scheiße das Motorrad. Die Steuerung einfach kacke, schau. Diese Lenkung ist einfach. Ich muss jetzt gerade total einlenken. Also ja, wie man sieht, das ist einfach das unnötigste Fahrzeug in GTA meiner Meinung nach. Eigentlich nicht nur meiner Meinung nach, aber ja. Man kann nicht driften, es geht nur so. Ja. Wie gesagt, das ist nicht so das wahre, das Motorrad bzw. Quad. Ist einfach kacke. So. Die Lenkung ist wirklich scheiße, schau. Ist einfach richtig scheiße, die Lenkung. Und dann geht's weiter mit dem Lost Motorrad. So, schmeißen wir's rauf mal. Dieses Motorrad ist im Gegenteil dafür aber richtig gut. Wobei solche Hot Roader eigentlich nicht so fair. Gute Lenkung. Mein zweitschnellstes Motorrad, also schau, super Lenkung, kostet super Einlenker. Man kann auch driften, wenn man schafft, warte mal. Also, Wille, ja. Aber kriegt man schwarz haben und wenn man schafft, dann nur kurz, aber hoch. Mit Nagasaki Strider kannst du es sowieso nicht machen, es ist aber auch, glaube ich, jeden Chlor, hoffe ich zumindest. War aber auch ein bisschen unrealistisch, schon das geht auch. Halt. So, dann geht's weiter mit der Enduro. So. So. Nein, nicht darauf, ich will auf die Enduro. Die Enduro. So. Ja, die Lenkung so. Ist okay, ist akzeptabel, eigentlich richtig geil. Ja, so Geschwindigkeit finde ich auch technisch super. Wie man schon sieht, sehr geländegängig, also kommt man überall drüber. Also gibt es eigentlich keine Probleme. Weil dieses Profil ist viel größer als wie beim Motorrad vom Kai Perico heißt. Und beim Kai Perico heißt, sind die irgendwie so gerade Raffen beim Motorrad, ne? So ist da nicht. So, ich hab's in Gelb genommen als Motorrad, weil ich da ein bisschen finde. Aber man kann nicht viel tunen. Also man kann optisch nur den Auspuff ändern und die Lackierung, sonst gar nichts. Bei Nagasaki Strider kannst du Designs und Lackierung ändern. Wobei auch versprochen wurde, also wenn man... Super. Wenn man nämlich damals, wie die rauskommen ist, Nagasaki Strider, hat man überall gesehen auf den Titelbildern von Rockstar, die Zeichner, wenn man in online muss reingegangen ist, sieht man da immer das Motorrad und so, und da hat man halt das gesehen mit verschiedenen Felgen und Designs, die es nicht gibt. Also manche Designs gibt es immer noch nicht und manche Sachen, also es bei Nagasaki Strider kann man seine Felgen nicht ändern, obwohl das versprochen wurde. Warum man es nicht ändern kann, verstehe ich auch nicht, weil es wäre ja eigentlich easy zum Umsetzen.
gewesen. Weil, ja, warum, wenn beim Motorrad so, bei dem könnte man sich auch ändern, aber ich verstehe nicht, warum man das bei dem auch nicht ändern kann, ja. Ist halt Rockstar, ne? Keine Ahnung, was deren Mission ist. Vielleicht, dass sie es real halten, irgendwie so. Aber grundsätzlich verstehe ich es nicht. Oder ich weiß ja, Leute, dass man keine Formel 1 Reifen aufpacken. Hey, geht das eigentlich? Muss man einen Motor fragen. Oder einen Glitcher. Oben auf dem Motorrad Formel 1 Reifen aufpacken kann. Das muss man mal fragen. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Aber bei Nagasaki Strider mir so zu geil. Vielleicht kann man das machen oder so. War irgendwie lustig. So, gemeine da. Sonst gab es eigentlich nichts Neues. Für Untergriesbach geht es jetzt sicher weiter. Und Untergriesbach und auch beim Falkental gibt es neue Fahrzeuge, einen neuen Traktor bei beiden Maps. Bei Untergriesbach gibt es auch ein neues Auto. Und so eine Art Vogelscheuche, die können wir uns dann auch anschauen. Richtig geil für Polizei-AP im LS. Aber ich würde sagen, das soll es von dem kurzen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao.